Hallo allerseits, wo immer ihr auch seid. Ich sage heute mal kein Datum, denn das wird ein Video, was ich über mehrere Tage auch machen werde, weil es ein interessantes Projekt ist, was ich euch vorstellen will. Und zwar stehe ich hier an der Zukumwidrot und dort hinten seht ihr die Kreuzung. Das ist die Kreuzung mit der Zeuscheier Brück in Jomtien. Und hier an dieser Stelle gab es mal einen Pattaya Business Park. Und der wird derzeit wiederbelebt etwas. Im Hintergrund kann man schon ein bisschen was sehen, was da steht. Das sind nämlich Transformer, so eine Roboter, die sich dann verändern. Und was es damit auf sich hat, das werde ich euch gleich zeigen. Und dieses Auto hier habe ich euch ja schon mal kurz vorgestellt, damals als ich beim Musikfestival war, Jomtien. Und dort habt ihr auch ganz kurz schon den Freddy kennengelernt, den ich euch gezeigt hatte. Und heute bin ich bei ihm. Und Freddy ist nun der neue Eigentümer dieses ehemaligen Businessparkes, richtig? Ja. Und hat damit was vor? Ich möchte einen Kinderpark eröffnen in Pattaya. Ja? Vor Frieden oder mit Eintritt? Mit Eintritt, natürlich ist das ein riesengroßes Teil, ja. Und es kostet dann einen Haufen Unterhalt. Ne? Ja, ja, klar. Ist ja ganz normal. Ne? Und man sieht natürlich auch schon, es kostet viel an Interieur, was da reinkommt. Investition ohne Ende. Ne? Und das muss ja immer bezahlt, ja, werden. Ja. Ne? Mit einem kleinen Obolus. Ne? Und diese, ja, was sind das? Sind das Roboter, Transformer, wie sagt man es richtig? Die machen Dinosaurier- und Roboterpark, ne? Ja. Fantasy-Park. Ne? Ja. Mit allem Möglichen, was es so gibt. Ne? Ja. Dass man Freude hat zum Spielen und so weiter, für die, ja, Kinder. Ne? Ja. Zeig uns doch mal hier drinnen diese kleinen Roboter. Was? Die haben auch alle irgendwelche Namen? Wir haben die. Oh. Ja, andere haben eben Hunde mit vielen Namen. Und das ist der Bumblebee zum Beispiel. Ne? Bumblebee. Ja. Optimus Prime zum Beispiel. Ja. Wo ist der? Ach, das ist ein Arm hier, ja. Ja, ist ein Arm. Der Kopf. Den kennen wir ja vom Spannsport. Oh. Was wieder war das? Spannsport. Spannsport. Sagt mir gar nichts, aber gar nicht, den Kiddies, ja, wahrscheinlich, ne? Das sind die Disney-Figur natürlich. Und die Minions, verschiedene Ausführungen. Woher hast du die alle? Die machen wir in Plätscherboden, ne? Plätscher in meiner Firma. Ja. Ja, da werden die hergestellt. Demnächst auch in Pattaya. Sagenhaft hier. Ja. Die Arbeit macht doch riesig Spaß. Ne? Ja. Auf jeden Fall. So, und da hast du noch einiges auch vor, was du hier so machen musst. Ja, das ist noch viel, viel Arbeit, auf uns zukommt. Ne? Oben sind noch ein paar Roboter drin, die kann man vielleicht auch noch mitfilmen. Ja. Ja. Und dann, ja, wird es demnächst schon fertig sein. Aber März, April wird es werden, bis alles fertig ist. Ne? Okay, ich werde dich begleiten. Dankeschön. So, nun sind wir im Obergeschoss hier. Und hier ein herrlicher blauer Herr, wie heißt der? Welcher denn? Optimus Prime. Ja. Und? Optimus Prime. Und er bewegt sich, sagtest du? Der ist beweglich, ja, aber ich bin nicht angeschlossen momentan. Ja, ja. Das machen wir demnächst dann, ne? Okay. Ja. Das ist der Hulkbuster. Heißt der? Dann schauen wir uns mal diesen roten Herrn hier an. Und der Freddy sagte mir gerade, sind alle verkäuflich. Sind alle zum Verkauf. Wer sich also sowas in seinen Garten stellen will. Und dieser hier kostet 125.000 Baht. Kriegt man noch nicht mal ein Konto für. Das hier ist der Außenbereich. Und da hat der Freddy auch Pläne schon, ja? Das soll eigentlich ein Dinosaurierpark werden. Ja, komplett. Ja. Alles mit Dinosaurier, wo sich bewegen. Keine stehenden Dinosaurier. Ne? Die dann aber nicht zum Verkauf sind. Die sind nicht zum Verkauf. Die bewegen sich nur. Ne? Also überall Fischteiche, viele Fische drin. Ja, da werden es. Hast du die Fischfutter? Ja, ein super Gelände und wunderschön. Wenn man etwas Fantasie haben hat, kann man sich schon zum Sitzen, Sitzplätze und so weiter, ne, gut vorstellen, was das mal wird. Ja, ne? Kann ich erstmal nur
volle Kraft wünschen, volle Energie und viel Glück auch, dass alles läuft. Also Weltklasse, ne? Das wird was. Hundertprozentig. Ja. Wenn wir alles genehmigt bekommen, dann ist doch gar kein Problem. Ne? Ja, ja. Genau. So, inzwischen gibt es einige neue Exemplare hier. Als Sofas gemacht, hier in Rot. Als Crepe, geplant für ein Seafood-Restaurant. Hier eine Kuh in Schwarz. Und inzwischen ist auch Bernd Fischer mit dazu gekommen. Ein Geschäftsmann hier aus Pattaya, der mit Automaten sich ein bisschen beschäftigt und der nur mit Freddy über eine mögliche Zusammenarbeit redet. Gold wert. Gold. Warum auch für mich? Nein, das ist Gold. Das ist richtiges Gold. Gold, danach geht's nicht. Mit dem 15 Euro. Vielleicht mal 20. Aber ich weiß nicht. Ist auch. Das letzte Haus an der Ecke. Nein. Nein. Das ist ja Karaoke-mäßig. Ja. An der Abend. Bernd. Meine Tochter hat hier vor mir auch geschafft. Dann hast du hier Freddys Ideen erstmal schon mal gesehen. Ganz kurz deine Meinung. Ganz kurz. Ja, es ist eine Lebensaufgabe, eine Lebensaufgabe oder eine Generationenaufgabe zumindest schon mal. Und es ist ein gigantisches Projekt, das man Stück für Stück richtigerweise natürlich aufbauen muss. Und dann wird es sicherlich eine der Top Sensationen hier in Gesamtpattaya, Gesamt-Jamboree sein. Die Location, die Parkplätze, die Räumlichkeiten, die geben natürlich, das sind ungeahnte Kapazitäten, die man also hier entwickeln kann in alle Richtungen, nicht nur jetzt gerade im Bereich Gastronomie, im Bereich Entertainment, auch im Bereich Shopping. Und ich sehe hier also etwas heranwachsen, ich sehe hier Potenzial und ich freue mich, dass der Freddy auf mich zugekommen ist, noch dazu aus Pforzheim hier, also praktisch, ich sage ja fast Tür an Tür, kann man schon fast sagen. Aus Deutschland und wir sprechen ja beide gleichmäßig Schwäbisch. Dann verstehen wir uns schon mal von der Seite. Ja. Deutsch können wir nicht, aber Schwäbisch können wir gut. Und ich freue mich, dass der Freddy da auf mich zugekommen ist und ich bin mir sicher, dass ich hier auch die eine oder andere Idee oder Erfahrung hier mit reinbringen kann, was man hier draus machen kann. Aber wie gesagt, das ist eine Sache. Es geht nicht von heute auf morgen. Muss wachsen. Das muss wachsen und das muss durchgerechnet, durchkalkuliert sein. Da muss natürlich auch dementsprechende Finanzierung bestehen. Da wird man sich viele kleine Partner im Shop-in-Shop-System mit reinnehmen müssen, damit man die Gesamtbelastung auch etwas nach unten hin verteilt. Aber es wird ein Erfolg werden, zumal hier die Suche mit vor der Türe ist. Jeder Teil würde dieses Teil hier finden, egal von woher kommt. Ja, das ist ein ganzes Statement zu der Sache. Ich bin positiv überrascht. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht und ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich auch, ne? Okay, super.